So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Tales of Zestiria. Ja, wir sind in einer Illusion von Simone gelandet. Also einem, einer Illusion eigentlich. Simone will uns versuchen zu schwächen dafür, damit wir nicht so die Chance gegen Heldalf haben. Das ist die Frage natürlich, wo ich mal wieder langkomme. Weil oftmals da, wo ich langkomme, der richtige Weg meistens ist. Da hinten stehen sie schon. Guck mal, da hinten habe ich schon die anderen beiden entdeckt. Die Fakes, die man so gesehen. Ne? Wieder erst was Feuer und Dings. Also erst war es Feuer und Erde. Jetzt ist es Wasser und Wind. Ne? So. Gnawing at you is what brought us to life. Did you know that? Oh, please. We're not so dumb as to fall for that garbage. Simone, are you getting desperate? You go to hell! Zack, zack, zack. So, die haben aber auch 12.000. Let's keep it up. Sword rain. Aqua serpent. Yeah. Multiple currents. Sword rain. Find my enemy. Yeah. Blade bang. Eigentlich. Death Miss Miyama. Burn. No escape. Killers of flame. No escape. Killers of flame. Rain of fire. Eat this. Echo shot. Breakthrough. Burn away. Tower of Pride! Scrap toss! Eat breakthrough! Breakthrough! I thought. Breakthrough! No escape! Purify flames! Nope! Yeah. Rain of fire! Scorch down! Purifying flames! Rock trigger! Yeah! Vermilion? Breakthrough! Earthborn. Scorch down! Purifying flames! Eat this! Rain of fire! Yeah! Yeah! So. Hier. Schnell. Hier. Du. Oh, ich hab einen Alex hier. Ja, dann. Release my scrap city! Rain of fire, no escape! Tower of Gale! Gale! So, so. Komm. Hier. There! Torrents of wind. Forces of nature! Rain of fire! Horizon storm! Okay. Gale force! So. Zack, Mystic Arts. Zack. Tiger Blade. Zack. 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 So, und wieder Level Ups. Und neue Arts gelernt. Let's go. But Simone's just gonna throw more of her crap at us. I bet she will, but it won't be anything we need to worry about. Probably not. Even her illusions are starting to lose their spectacle. She can make passable imitations of Rose and Saray, sure, but it's looking like everything else is beyond her reach. Yeah, if she could scare us with anything she wanted, you'd think there'd be more guts and stuff. Spleens. Spleens? Anyway, let's keep moving forward. Right. We don't want to let her stall us here while we talk about how bad she is at her job. Yeah. Genau das.
Sie kann uns keine Angst erjagen, wenn sie uns nachmacht. She sure is trying. It's kind of getting annoying. But I feel like the effects of her technique are weakening. Hier können wir nochmal speichern. Und witzigerweise, wenn ich das richtig sehe, könnte ich sogar tatsächlich mich zurückporten. Zum Tor. Werde ich aber nicht machen. Weil wir wollen ja vorankommen und nicht zurück. Ne? Deswegen nochmal Artangriff. Und dann komm mal her, Simone. Kämpfst du jetzt gegen uns selber? What? But this was the only path. Another illusion. We can't waste any more time. I think we'll need to come up with a way to punch through her illusions. How? Illusions are not. They still punch back pretty good. I don't think the illusions will last much longer. Huh? Why not? Simone is a seraph. It's gotta be hard for her to maintain her powers in the middle of all this malevolence. Speak of the devil. For all the illusions I craft for you, your hearts refuse to budge the slightest inch. It seems I will need to take other measures. What, baton twirling? Submit yourselves! Okay. So, sie hat 25.000. Ja. Ist ein Boss, natürlich. Hat aber auch keine Widerstände. Witzigerweise ist sie ein Seraph der Finsternis. Fit only to be clipped! Lila? Is this an illusion too? No, I suspect this is the real Simone. Either way, we just gotta keep at it. There's no reason for us to fight. It's time. Zack, zack, zack. Kriegt von uns aber ordentlich auf die Fresse. Mal so ganz nebenbei erwähnt. Zack, 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 zack. So, komm. Shepherd, Squire, all of you, if your souls refuse to be stained, then together let us dance in visions of madness! Aqua Serpent! Earth Dragon Fang! Ice Cream! Crazy Demon, come forth! Serpent of Water! Burning Strike! Cleaver! So. Nee. Hä? Ach so. Mystisches Arzt. Zack. Zack. So. Und gleich. Gleich die nächste mystische Art. Ups. Zack, 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 zack. Und sie hat noch 6.000. Blade Bang! Let's keep it up! Sonic Flurry! So.
Find's nebenbei sehr interessant. Ready? Als ob sie jetzt sich dann verteilt hat nochmal. Zack. So, machen wir es so. If you don't kill me, this stage will never know a curtain. Simone, that's enough. Do you accept death? Shepard! There it is. So that's your real face. Let's go. I'm worried about Gramps. Oh, sure. It's already too late. Everything is lined up just as our Lord has planned it. And what? You think we're the types to just turn around and run home? Why must you fight back? The more you fight, the more you suffer. Why do you resist our Lord's vision? A world free of suffering, free of restraint. I know you haven't forgotten that Wind Seraph, who gave his life for the burden of his sins. The answer he reached was that of revenge. Tell me, is that not the same goal our Lord shares? By denying our Lord, are you not denying him as well? Dezel did suffer. I know. But he made a decision, and put everything toward achieving it. Yes, with the end goal of freedom from agony. But Dezel was... To resist and fight against one's own sins. Such foolishness is nothing less than the denial of the self. And for all that resistance and denial, all of the sacrifice, nothing awaits but an empty death. Simone... Since you stopped resisting, have you ever felt truly alive? What? It is true that fighting back brings pain and suffering. But once you raise your head and take the first step toward your answer, wouldn't you think that is when life begins? At first, I'm sure, Dezel was trying to break free from his suffering. But even when he remembered his true past, did he curse the very sins you speak of? Did he despair and just give up? Oh, I see. So that's why in the end, Dezel was smiling. Why he was able to smile. Is that it, Lila? But what does that matter? If you don't reach the correct answer, you've got nothing to show for it but hollow contentment! And when did contentment become a bad thing? The goal is important, but... That doesn't mean that the journey is not. Mere sophistry. Haven't you noticed by now? We're pressed for time, and yet here Lila is trying to do you a favor. Simone, remember what you asked me that one time? Should one who only brings misfortune be allowed to exist? Is that entity evil to the core and worthy of death? It wasn't a question that required an answer. But I'm answering it anyway. You don't have to think of yourself as evil. Or, I mean, it's okay if you're evil. What? Well, I mean, that's not quite what I really wanted to say. Like, don't try to be eloquent. I think all kinds of people should live. Together? We can find the way for all of us to be happy. And so you too. You don't understand. You don't even understand how cruel you are. You talk of happiness, yet even now you snatch it away from me. I have no reason to exist if I cannot work for the cause of our Lord. No reason at all. Will she not get it?
Can I please punch her? Let's go, Saray. Yeah. Ich meine, mal ist so eine echt miese Stimmung, aber dieser Satz von wegen, ach, die schon wieder, darf ich ihr eine reinhauen? Das ist so. So, Kampf. Wieder alle Level up. Weil ich She was listening. More than that, I cannot say. Kann ich mit ihr noch reden? Nee. Okay. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir einfach. So heulend wie sie ist, einfach. So this is Camelon. My first time here, yet I already know the place. Feels bizarre. It's like time has stopped ticking here. You might be more right than you realize, considering how much power Mautellus wields. So, this is where he died. Lila, are you okay? Thank you, Saray. I'm just fine. We got a ways to the shrine still. Keep your chins up. Quite. Ja, und jetzt sind wir in Camlann, das Ursprungsdorf. Ihr seht, so sieht die Map aus. Und auf dem Weg haben wir natürlich, wie ihr seht, auch Hellions, die ich hoffentlich gut aus dem Weg gehen werden kann. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal einen Speicherpunkt, der ist wichtig. Und ja, ich weiß, hinter mir war noch so eine Hydra. Ich werde die Hydras und so auch hier nicht bekämpfen. Aber wir haben noch Mitleid mit Simone. I can't help but feel sorry for Simone. She must have been having a hard time coping with her burdens. To the point that she couldn't find meaning in her life until she started working for Heldolf. And with such tremendous powers too. It's a real shame she couldn't believe in herself. She could have killed us with those powers of hers. I wonder if Heldolf ordered her not to. But more than that, I'm wondering if she could have killed us. Her powers went beyond the typical domain of seraphic arts. They felt more special. Oh, you mean like from an oath? An oath she took not to kill anybody. Humans, seraphim, hellions, whatever she's up against, she can do anything and everything but kill them. Feels like it means something, and at the same time, it doesn't. But at the end, it felt like she was genuinely going all out on us. That's how much she wanted to kill us. Even if it meant breaking her oath, losing her powers, and defying her feline overseer. Yes. If she hadn't been hampered by the concentration of malevolence in this area, we were very lucky. She hated me that much. Ja, sie hasst uns so sehr. So, da drüben ist auch ein Teleportpunkt. Da können wir tatsächlich sogar noch zurück. Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass wir in der Hinsicht hier noch zurück können. Das hatte ich gar nicht mal mehr in Erinnerung. Aber ist schon mal gut. Dann haben wir hier wenigstens, ne, einen Weg noch zurück. Aber ab irgendeinem Punkt konnten wir nicht mehr zurück, das weiß ich. Das hatte mich nämlich auch ein bisschen angenervt. So, ja komm. Prüfen. Gründungsdenkmal von Camelon. Ja, hier. So. Gehen ein auf den Keks. So. Das Monument in Camelon. It says something here. Let this be the beginning. A monument commemorating the establishment of Camelon? The beginning of what, I wonder? Michael had just quit being a shepherd. The beginning of a normal life with his family, I suspect. And also, maybe, the first step toward a world without malevolence. So Camelon's name, the Origin Village, it probably didn't initially mean the origin of the Age of Chaos. He meant it to instill hope. Michael. There's still a chance, Lila. We can make Camelon the origin of hope again. By bringing a close to the Age of Chaos. Indeed. Ah ja.
indem wir den beenden. Warte mal, ich muss mal. The malevolence is getting stronger and stronger. Ja. Are you guys doing all right? Zack, irgendeine Krone. You don't have to worry about us. We're fine. So. Oh. Okay then. Yeah, just worry about yourself. Okay, einkaufen. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Topaz-Schwert, das können wir verbinden. Das nehme ich mal mit. Sogar beide. Wer weiß. Ne? Die hier nehme ich mit. Den hier nehme ich mit. So. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Ne? Fußlos. Warte mal. Fußlosring? Wer hat bei mir denn bitte schön einen Fußlosring an? Ich habe hier gar keinen Fußlosring. Den habe ich wohl gefunden. Oder? Keine Ahnung. Kaufe ich mir jetzt mal. Scheiße, das wollte ich jetzt nicht. So. Zur Ausrüstung. Statt dem will ich wieder den. So, hier erstmal verschmelzen wir. So, den mit dem und bingo. Jetzt sind wir ein Bekannter. Das mit das. Bingo. Dann hier, zack. Das. Warte. Ja doch, das, zack. Den, zack. Einfach damit wir schon mal ein bisschen was haben. So. Dann gucken wir mal. Bringt bessere Verteidigung. Verringert aber extrem den Angriff und Fokus und so. Das würde Verteidigung hochhauen, aber Arteangriff verringern. Oh, hier habe ich... Ah, okay. Alter, zieht das aber... Das zieht ziemlich runter. Also sorry, aber das hat jetzt richtig runtergezogen. Das ist auch wieder so eine Sache, ne? Bringt mir im Grunde mehr Angriff, aber weniger Verteidigung. Sowas ist immer gefährlich mit der wenigen Verteidigung. Weil man weiß immer nie so, macht es Sinn, macht es nicht Sinn? Lohnt es sich da? Hier lohnt sich zum Beispiel. Ne? Okay, er hat keinen Feuerangriff. In der Hinsicht ist das ein bisschen mad. Aber es würde sich zumindest von einer Verteidigung und von der Art Verteidigung verbessern. So, dann gucken wir mal. Genau, das hier zum Beispiel ist auch geil, ne? Vor allen Dingen SK-Wiederherstellung bei erlittenen Schäden plus 8, bei erfolgreichen Ausweichen plus 10, zweimal. Das heißt, es ist eigentlich ja plus 20 dann. Also nehmen wir wieder das mit rein. So, dann heißt es erstmal verkaufen. Hier verkaufen wir den. Ich weiß nicht warum, aber hey. Und den. Auch wenn es unten Plus hieß, es ist nicht immer alles besser,
Nur weil der Pfeil nach oben geht, ne? Das ist wichtig zu wissen. Weil sonst hat man das Problem, dass man oftmals Sachen da natürlich. War ja klar. So. Mitnimmt, die man eigentlich gar nicht bräuchte. So, wir stellen uns hier ein bisschen an den Rand hin. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge erforschen wir weiter Camlann, das Ursprungsdorf. Wir haben ja da westlich und nördlich noch kleine Abbiegungen, die in eine Sackgasse führen. Die prüfe ich noch und dann geht's weiter Richtung finales Gebiet sozusagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei Tales of Zestiria.